Gut, jetzt habe ich mal geguckt, ihr seid auch wirklich da. Ja, genau. Das ist nämlich ganz gut zu wissen, weil bestimmt gibt es auch einige heute Abend unter euch. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe auch Freundinnen. Ja, und eine davon hatte ich mal und die mochte ich, weil also sie war ja meine Freundin. Und dann mochte ich sie nicht mehr. Und dann mochte ich sie wieder, dann mochte ich sie nicht mehr, dann mochte ich sie wieder. Und dann habe ich folgenden Text geschrieben und dann mochte sie mich nicht mehr. So, und der heißt 17 Türen. Geht so. Gesundheit. Du baust dir ein Haus. Du baust dir ein Haus mit 3 Etagen, einem Esszimmer, einem Gästebad und einem ekelhaft versüfften Raum im Keller, in den alle Sachen reinkommen, die du eigentlich nicht mehr brauchst, aber vielleicht doch nochmal irgendwann. An der Ecke lehnt ein Teppich, im Regal sind Brettspiele und eingekochte Marmeladen, nur du bist hier eigentlich nie. Du baust dir ein Haus, so ein richtiges Haus, mit 17 Türen, ein paar Regenrinnen außen dran und genug Platz, um im Garten Rhododendren zu pflanzen. Du baust dir ein Haus mit der Haustür nach Norden und der Terrasse nach Süden, ein Haus, aus dem man jeden zweiten Dienstagabend rausgeht, um die gelbe Tonne an die Straße zu stellen. Du baust dir ein richtiges Haus und bist stolz darauf. Und ich hätte ahnen müssen, dass es so kommt, als du dir zum Geburtstag plötzlich eine Vase gewünscht hast. Eine Vase. Niemand auf der ganzen Welt hat sich jemals aus freien Stücken einfach so eine Vase gekauft. Vasen hat man eben, weil Oma irgendwann verstorben ist und man nicht mehr wusste, wohin mit dem ganzen Gerümpel. Ich wette, nicht mal FloristInnen kaufen sich Vasen. Nicht mal Leute in Vasen-Fanclubs kaufen sich Vasen. Vasen gibt es überhaupt nur auf dem freien Markt zu kaufen, wegen Leuten wie dir, Leuten, die so wenig zu tun haben, dass das Aufstellen von Schnittblumen, die nach 3 Tagen tot sind, über mehrere Wochen hinweg ihr einziger Wunsch ist. Ich habe mehrere Schnittblumenleben darüber nachgedacht, aber dieses eindeutige Indiz lässt einfach keinen anderen Schluss zu. Du bist langweilig. Du bist ein langweiliger Mensch geworden. Bei deinem Anblick muss ich gehen, daran denken, wie ich des Nachts in deinem Gästezimmer in Bergen aus Dekokissen liege und die hellgelbe Raufasertapete anstarre, und dieser Gedanke bereitet mir Albträume. Ich träume davon, wie ich anfange, Äpfel vor dem Essen zu schälen und in Angstzustände gerate, wenn ich eine Folge Shopping Queen verpasst habe. Ich träume davon, auf einem anthrazitfarbenen Sofa einzustauben. Immer mehr Staub, der auf mich herabrieselt, bis ich schlussendlich unter einem riesigen Berg aus Staub begraben bin und meine Leiche erst gefunden wird, wenn die NachmieterInnen das hässliche Sofa auf die Straße stellen. Ich träume davon, so langweilig zu werden, dass ich Texte schreibe über Menschen wie dich, Menschen, die sich Häuser bauen mit Regenrinnen und Dekokissen. Thermomix, Tupperdose, Fußabtreter, Hauspantoffeln, Fotowand, Plastikrose, Leberkäse und Bratkartoffeln, Wandtattoo, hellgelbe Wände, Seifenmuschel, Badematte, Reihenhausspiel, Straßenende, Duschhaube und leichte Platte, Buchsbaum, Spitzengardine, Kaffeekapseln, Regenjacken, Klingelschild, Ulf, Sabine, Kaffee trinken, Kuchen backen, beige Westen, Gartenzwerg, morgens Aronal, Wandern dann auf dem Fichtelberg, und die finden das normal. Ich weiß, du hast es auch nicht immer leicht. Und du suchst einen Weg, keinen Weg mehr gehen zu müssen, außer dem vom Sofa bis zum Kühlschrank. Ich verstehe dich ja, aber warum so? Warn Westen an, es beginnt ein neuer Tag. Flink unterwegs, zu Fuß und auf dem Rad, hohe Hecken als Grenze zum Vorgarten, ans Fenster setzen und gemütlich auf die Post warten. Ein Wind zieht durch die Straßen, der das Gras sich wiegen lässt. Er riecht nach Gewohnheit, Fleischsalat und Carports. Ist das ein Leben? Ein Leben, dessen Mauern die gleichen sind wie die des Hauses, das du dir gerade gebaut hast? Ich weiß, irgendwann zwischen 20 und 30 kommt der Zeitpunkt, an dem man seine Freundinnen einfach nicht mehr wiedererkennt. Aber warum musstest du ihn gleich so manifestieren? Du kannst doch nicht erwarten, dass ich zu deinen Geburtstagen ab jetzt selbstgemachte Salate mitbringe, wenn ich immer noch darüber lachen muss, wenn jemand das Wort Sex sagt. Radlerhose, Socken hoch, kenne ich nicht, esse ich nicht, Butterfahrt, Leinenlos, Sudoku, Leselampen, Licht, Gewürzgurken, Leberwurst, Schränke voll mit Chibo-Waren, Radler für den kleinen Durst, und das mit 21 Jahren. Ist es das, was du immer gewollt hast? Warum hast du es dann nicht damals gesagt, als wir 10 waren? Dann hätte ich mich gar nicht erst mit dir angefreundet. Jetzt sitze ich hier allein im Bällebad, trinke heimlich Cola und lausche der 7. Sinfonie von Rolf Zukowski. Ich sitze hier allein und warte auf dich. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still, aber du kommst nicht vorbei, weil du ein Haus bauen musst. Langweilig ist die, die Langweiliges tut, und das noch nicht mal gerne und auch nicht wirklich gut. Man traut sich ja nichts zu, man kann ja nichts dafür. Öffnet man ein Fenster, schließt sich sicher eine Tür.
Dein letztes Werk in diesem Leben. Du baust dir ein Haus mit 17 Türen, ein paar Regenrinnen außen dran und unzähligen Dekokissen. 17 Türen, die sich jederzeit für immer schließen könnten, ohne dass du es überhaupt bemerken würdest, weil du ja sowieso nie irgendwo hin willst. Du bist 21 Jahre alt, baust dir ein richtiges Haus und bist stolz darauf. Das alles hätte ich dir gern gesagt, als wir uns in deinem alten Kinderzimmer gegenüber saßen, so als wäre es damals. In diesem Zimmer bin ich so oft gewesen, dass du ja einen zweiten Kleiderschrank hast, nur für Kleider, die ich im Laufe der Jahre bei dir vergessen habe. Aber das ist alles 4 Jahre her. Du bist längst verheiratet und ich bin gar nichts mehr, außer vielleicht fassungslos. Dankeschön. Thank you.